Heimat, Wiege der Blasmusik, Leuchtturm der Kultur. Was wäre unsere Heimat ohne den weiß-blauen Himmel, ohne Trachtenbier und Blasmusik? Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, das wäre gar nichts. An dieser Stelle geht mein Dank an die vielen Musikkapellen und Musikvereine, die flächendeckend unseren Freistaat zu einem klingenden Land machen. Und ich möchte noch eins hinzufügen, was ja auch ganz klar ist. Die Blasmusik ist für uns alle, und ich sage das nochmal ganz deutlich, für uns alle von unbezahlbarem Wert. Wenn ich Blasmusik höre, geht mir das Herz auf. Wenn ich Blasmusik sage... Blasmusik im herkömmlichen Sinn wird von unserer Gesellschaft heute immer wieder noch völlig unterschätzt. Meiner Meinung nach kann Blasmusik einfach alles. Für junge Leute kann Blasmusik total cool und hip sein. Andererseits kann sie aber auch ganze Generationen auf der Bühne und auch vor der Bühne zusammenbringen. Ein schönes Beispiel dafür ist Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten Das Original. Da spielen zwei ganze Generationen zusammen auf der Bühne, die neben den Egerländer Musikanten noch in den verschiedensten Stilrichtungen unterwegs sind, im klassischen Sinfonieorchester, in der Big Band oder wie mein Kollege Martin Hutter und ich in einer Hip-Hop-Brassband wie Moog Mama. Das Besondere für mich an der Blasmusik ist ihre unfassbare Vielseitigkeit und dass sie einfach keine Grenzen kennt. Und damit meine ich keine Grenzen zwischen Stilistiken, keine Grenzen zwischen Altersgruppen und ganz wichtig schon gar keine Grenzen zwischen Menschen. Und so habe ich das von Anfang an in meinem Musikverein erlebt, in dem meine musikalische Reise mal begonnen hat. Wenn es Musik noch nicht gäbe, dann müsste man sie aus Sicht der modernen Gehirnforschung sofort erfinden. Denn sie hat positive Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung, auch bei Jugendlichen. Tatsächlich in Studien belegt, ein Instrument erlernen erhöht den IQ. Und wir wissen, dass zum Beispiel Selbstwirksamkeit, hey, ich kann was und ich kann mir was aneignen, eine wichtige Fähigkeit ist, die man zeitlebens braucht. Ich habe nach einem Jahr in der Kapelle schon mitgespielt und nach 1,5 Jahren habe ich dann bei meinem ersten Konzert mitgespielt und das war ziemlich toll. Ich finde es cool, dass man auch nicht nur traditionelle Musik spielen kann, sondern auch Filmmusik und Faschingslieder. Ich spiele auch in der Jugendkapelle mit und das ist auch ziemlich cool. Wir proben da meistens am Samstag immer und da haben wir jetzt jedes Jahr einen Ausflug gemacht. Wir sind mal wandern gegangen, sind mal ins Kino gegangen, waren mal in München oder haben mal einen Filmabend gemacht, wo wir vorher probt haben und dann alle gemeinsam Burger gegessen haben. Also mir macht Blasmusik so viel Spaß, weil die Zusammenarbeit mit den anderen Musikern und dann auch noch nach dem Spielen das Endergebnis, das man alle preisgeben kann, das ist einfach nur toll. So wichtig ist die Blasmusik im Freistaat. Das unterschätzen viele immer wieder. Aber wissen Sie, was wirklich fast das Allerbeste an der Blasmusik ist? Sie ist überall. Gerade in Bayerisch-Schwaben gibt es so gut wie in jedem Dorf mindestens eine Blaskapelle. Mein Dank an dieser Stelle geht an die vielen Ehrenamtlichen, die sich darum kümmern, dass wir so tolle Musikvereine haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Die Ausbildung, das darf ich deutlich sagen, ist professionell, nachhaltig, hervorragend organisiert und wirkt positiv auf die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen. In diesem Sinne, schauen Sie doch einfach mal vorbei bei Ihrem Musikverein oder Ihrer Blaskapelle vor Ort. Die freuen sich über Nachwuchs und Kinder machen gern Musik. Sehen Sie, so ist allen geholfen.